Meine lieben Erev Tov, wir in der Torah befinden uns an einer der schönsten Geschichten, die es überhaupt in der Torah gibt. Ja. Chag HaPesach dreht sich ja nur darum, der Auszug aus Ägypten. Parashat Bo, das ist diese Parasha, wo Gott die Ägypter mit den letzten drei Plagen schlägt. Und die entscheidende Plage war Makat HaBechorot, okay? Die Plage, wo alle erstgeborenen Ägypter getötet wurden und die erstgeborenen der Hebräer, der Juden, wurden von Gott verschont. Und es war sozusagen diese Plage, die uns in die Freiheit geschickt hat. Wenn wir uns die Makat Bechorot genauer anschauen, fällt uns etwas sehr Interessantes auf. Erstens, es war eine sehr kurze Plage. Alle anderen Plagen haben gedauert 7 Tage. Makat Choshech, Finsternis, hat gedauert 6 Tage. Makat HaBechorot hat gedauert einen Moment. Das war tak, tak, fertig. Zweitens, alle anderen Plagen, Moshe Rabbeinu hat verwarnt, 3 Wochen jedes Mal vor der Plage, es wird kommen, es wird kommen, pass auf. Wenn du nicht tust, dann wird es sein. Aber bei der letzten Plage gab es keine Verwarnung. Moshe Rabbeinu hat nicht zum Pharao gesagt, wenn du mein Volk nicht gehen lässt, kommt diese Plage. Gott hat es Moshe Rabbeinu gesagt, am Anfang an schon, dass er das machen wird. Das hat zwischen Gott und Moshe Rabbeinu. Weil der Pharao hat das nicht so, der Pharao wurde nicht verwarnt für diese Plage. Ja, wenn du nicht tust, dann wird passieren. Bemet, warum so? Weil alle 9 Plagen hatten den Sinn, den Pharao zu erziehen, das Volk zu erziehen, ihnen zu belehren. Mit harter Hand, den Glauben an einen Gott, das waren alle Plagen. Aber die 10. Plage war eine andere Plage. Die 10. Plage hat einen anderen Sinn. Und dass die Erstgeborenen der Ägypter draufgegangen sind, das war eigentlich nur nebenbei. Das war nur nebenbei. Was war der eigentliche Sinn der 10. Plage? Der eigentliche Sinn der 10. Plage war, das jüdische Volk aus Ägypten zu befreien. Ich rede jetzt nicht einmal physisch sie zu befreien, sie seelisch zu befreien. Wir wissen, die Mystik erzählt, dass Am Israel zu dieser Zeit war so tief in der Unreinheit drinnen, sie waren so tief im Sumpf, in den 49 Toren der Unreinheit. Dem entgegengesetzt haben wir dann gezählt 49 Tage zu Sfirat Omer, um die Tora zu bekommen. Das waren 49 Tage der Reinheit, wo wir uns Tag für Tag gesteigert haben. Das 50. Tor, Shar Hanun, das war dann Matan Tora. Aber das jüdische Volk war in Ägypten zu dieser Zeit auf der allerniedrigsten Stufe. So niedrig, dass hätte Gott noch einen Moment gewartet, könnte er sie nicht mehr rausholen. Er müsste schon ein neues Volk machen. Es wäre nicht mehr dieses Volk gewesen. So tief waren sie im Sumpf. So tief waren sie in der Unreinheit von Ägypten. Ägypten war zu jener Zeit Erwat Haaretz, der aller unreinste Ort auf der Welt. Wegen der Assimilierung? Auch, aber auch vor allem, weil die Assimilierung war ja in Richtung Avodah Zarah, Götzendienst, die Kultur, die Bräuche. Das alles war alles Frevelerei, Unreinheit. Und deshalb hat Gott gesagt, bei der letzten Plage, ich komme höchstpersönlich nach Ägypten. Alle 9 Plagen, Gott hat geschickt. Ja, die Läuse, die Frösche, die Heuschrecken, wilde Tiere. Aber bei der 10. Plage hat Gott gesagt, ich komme höchstpersönlich. Ich komme höchstpersönlich und befreie sie, denn wenn ich das nicht tue, kein anderer wird das machen. Weil so tief sind sie in der Unreinheit. Jeden Engel, den ich schicke, er wird sie nicht rausholen können. Umgekehrt, sie würden ihn anziehen in die Unreinheit. Er würde mit und unrein werden. Deshalb ist Gott höchstpersönlich gekommen. Nebenbei, da wenn Gott schon kommt, hat er gesagt, jetzt werde ich auch mit den Ägyptern abrechnen, total abrechnen. Ja, der erstgeborene Ägypter geht, er soll sterben für das, was sie dem jüdischen Volk angetan haben, welches ja als der erstgeborene ist, der erstgeborene Sohn Gottes gilt, kennt Bni Bechori Israel, sagt Gott über das jüdische Volk, ihr seid mein erstgeborener Sohn. So deshalb hat Gott die Erstgeborenen geschlagen, Tat um Tat, aber das war nebenbei. Das war parallel und nebenbei. Die Hauptsache war, das jüdische Volk aus Ägypten rauszuholen. Das war so die 10. Plage eigentlich. Das war nicht wirklich eine Plage für die Ägypter, aber es war für uns vor allem der,
der Moment, wo Gott uns seine Hand ausgestreckt hat, gesagt hat, komm, komm mit mir. Ich nehme dich mit. Du sollst. Du warst lang genug im Exil. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich dich raushole. So, wir können allein von dieser Sache etwas sehr Großes schon lernen. Wenn Gott kommt, Gott ist gekommen. Wohin ist er gekommen? Nach Ägypten? Denn der allunreinigste Platz auf der Welt. So unrein, dass Gott mit Moshe niemals geredet hat, als er in der Stadt war. Niemals. Moshe musste die Stadt verlassen und dort hat Gott mit ihm geredet. Wo hat Gott mit Moshe immer geredet? Immer in Goshen, wo die Juden gelebt haben. Aber als er nach Ägypten ging, also wo der Pharao war, Gott hat mit ihm nicht geredet. Im Schloss, in der Stadt, immer nur draußen. Warum? Weil die Stadt war voller Statuen, voller Unreinheit. Wie kann Gott sich dort erscheinen? Wie kann Gott sich dort offenbaren? Es passt nicht. Es ist ein schmutziger Platz. Und hier kommt Gott nach Ägypten höchstpersönlich, um das jüdische Volk zu befreien. Und jeden Einzelnen an der Hand zu nehmen. Hopp, komm, und damit, das ist nicht nur für die bildliche Veranschaulichung an der Hand zu nehmen. Es war wirklich so. Weil als Gott durch Ägypten gezogen ist, hat die erstgeborenen Ägypter geschlagen. Es war ja nicht so, dass alle Juden waren brav zu Hause und sind nicht rausgegangen. Viele ja, aber viele auch nicht. Vielen war das egal. Viele haben sich herumgetrieben zwischen den Ägyptern, haben sich mit Ägyptern angefreundet. Der Bursche ist gegangen zu einer ägyptischen Freundin dieser Nacht. Und nicht alle waren Sklaven und nicht alle waren religiös. Ja, das, was es heute gibt, gab es auch schon damals. Ein paar Assimilationen gab es schon immer. Wenn du bist unter einem anderen Volk viele Jahre, dann möchtest du sein wie sie. Und Gott zieht durch Ägypten, kommt in ein ägyptisches Haus. Hier ist ein Erstgeborener der Ägypter und ein Erstgeborener der Juden. Beide sind Erstgeborene. So sagt Gott, den bestrafe ich, aber dich lasse ich leben, weil du gehörst zu mir. Dich nehme ich an der Hand und rette dich sozusagen. Amaschkacha. Ja? Und Gott ist gekommen selber nach Ägypten. Dort, wo Gott mit Moshe nicht geredet hat, sagt Gott, um meine Kinder zu befreien, ich komme selbst nach Ägypten. Ich steige ab von meinem Thron, himmlischen Thron, und begebe mich in die tiefste Unreinheit, um einen Juden zu retten, der sich schämt, ein Jude zu sein und sich bei den Ägyptern oft herumtreibt. Für ihn komme ich nach Ägypten, um ihn zu retten. Und der Lubavitcher Rebbe lernt von hier eine große Sache. Dass auch wir, wer sind wir schon? Aber auch wir müssen manchmal von unserem Sessel aufstehen, von der Synagoge rausgehen, von dort, wo wir glauben, wir sind eh schon versorgt, rauszugehen, auch an Plätze, die nicht so schön sind. Wenn dort ein Jude ist, und müssen wir gehen, zu ihm hingehen und ihn rausholen. Ich rede nicht physische Rettung, auch, ich rede spirituelle Rettung. Ein Mensch ist weit weg von der Trauer und mit Sorge. Du sagst, was habe ich mit ihm zu tun? Ich gehe nicht zu ihm. Wenn er möchte, soll er zu mir kommen. Dann bin ich bereit, mit ihm zu lernen. Dass ich zu ihm gehe, Lama, wer verdient das? Ich bin zu wichtig dafür. Meine Torah-Stunde ist mir zu wichtig und so weiter, dass ich die versäume, um jemanden zu überreden, komm, ist nicht unkoscher, bricht nicht Schabbat. Gell? Aber wir sehen, Gott hat das auch gemacht. Gott ist höchstpersönlich aufgestanden von seinem Thron, ist gegangen nach Ägypten, höchstpersönlich. Nicht für die Tzadikim, nicht nur, für die Reshaim, für die Juden, die gar nicht aus Ägypten rausgehen wollten. Also das war Makat Bechorot. Jetzt aber, Mashumanien, anders als alle anderen Plagen, wo die Juden nichts machen mussten. Gott hat geschickt. 9 Plagen, die Juden haben nur zugeschaut, haben nur gestaunt. Wow, welche Wunder. Ihnen passiert das uns nicht. Die letzte Plage war nicht so viel. Die letzte Plage, sagt der Midrash sogar, Am Israel hat Mitzvot gebraucht. Sie haben Mitzvot gebraucht, um sich das zu verdienen. Denn jetzt war das nicht nur noch eine weitere Plage, jetzt war es die Befreiung. Ja? Und der Midrash erzählt, dass Gott gesagt hat zu Moshe Rabbeinu, jetzt ist die Stunde gekommen, wo ich mein Versprechen erfüllen werde, das ich Abraham gegeben habe vor 400 Jahren. Und ich möchte das Volk erlösen, aber sie haben keine Mitzvot, wie wir in der Gada von Pesach sagen. Arum ve'eria, das jüdische Volk ist nackt, mit Schamgift, mit Schande. Sie sind nackt. Von was sind sie nackt? Von Mitzvot. Sie haben keine Mitzvot.
hat Gott gesagt, Moshe, ich werde ihnen zwei Mitzvot geben, damit sie das Privileg haben, aus Ägypten rauszukommen. Was waren die zwei Mitzvot? Das war Brit Milah, die Beschneidung. Das war Korban Pesach. Das war das Pesachopfer. Das sind diese zwei Mitzvot. Alle haben sich in diesem Tag, vor dieser Nacht, beschnitten lassen. Alle haben sich Brit Milah gemacht, die Männer, die Buben. Und alle haben das Pesachopfer gebracht. Also alle nicht beschnitten? Niemand hat beschnitten. Moshe? Na, außer der Stamm Levi, sie waren beschnitten. Weil der Stamm Levi waren keine Sklaven. Sie konnten sich erlauben, sich zu beschneiden. Weil sie waren nicht gearbeitet. Ja. Wenn man sich beschneiden... Nein, nicht, dass sie vielleicht schuld waren daran. Weil ein Sklave hat, kann nicht sagen, ich muss mich jetzt aussuchen nach meiner Beschneidung. Du musst arbeiten. Okay? Und überhaupt auf die Kinder hat es der Pharao ja abgesehen. Also sie zu beschneiden... Deshalb, der Stamm Levi schon, aber das jüdische Volk haben sich alle beschneiden lassen, vor dieser Nacht. Und Pessachopfer. Gott hat befohlen, nehmt ein Pessachopfer, nehmt ein Schaf und bringt es da vor Pessach, Erev Pessach, am Tag, wo ein Pessach beginnt, opfert es. Ihr sollt es essen in dieser Nacht. Wenn mit diesem Mitzvah das Pessachopfer, das war nicht nur an diesem, in Ägypten. Das war ja diese Mitzvah gilt bis heute. Es gibt bis heute die Mitzvah des Pessachopfers, Korban Pessach. Nur heute können wir das praktisch nicht machen, wir haben keinen Tempel, wir können nicht Opfer bringen. Weil das ist eine von den 613 Mitzvah, den Pessachopfer zu bringen. Und wer das Pessachopfer nicht bringt, nicht isst, die Nokaret. Das ist kriegt eine sehr schwierige himmlische Strafe. Karet. Seine Seele wird ausradiert. Kachab. Karet. Überhaupt, es gibt nur zwei Mitzvot. Zwei Mitzvot. Von allen Mitzvot in der Tora, wo die Tora ausführlich die Strafe erwähnt. Nur zwei Mitzvot. Es sind 248 Verbote. Die Tora sagt über jedes Verbot, welche Strafe. Ganz genau, was kriegst du auf den Kopf, wenn du eine Sünde begehst. Aber Mitzvot nicht. Mitzvot sagt die Tora gar nichts. Und wenn ein Mensch, der keine Mitzvah macht, er kriegt keine Strafe dafür, aber er verliert etwas. Eine Mitzvah hätte er machen können, das ist eine Kraft, die er kriegt für seine Seele, und er verliert diese Kraft. Und das kann auch gar nicht mehr nachholen. Verloren, verloren. Ja, wenn ich gestern nicht gegessen habe, kann ich nicht heute für zwei Tage essen. Ich kann heute essen, doppelt so viel, aber das ersetzt nicht, was ich gestern verloren habe. Das habe ich verloren. Und wenn ich ein Jahr verliere in meinem Leben, kann ich dieses Jahr nicht ein... Ich kann im nächsten Jahr doppelt so viel machen, aber trotzdem, das ist ein verlorenes Jahr. Da hier ist 0 und dort ist 2, aber die 0 bleibt. Ein Mensch versäumt eine Mitzvah, er hat etwas nicht gemacht, das er machen sollte. Es ist ein Versäumnis. Also deshalb erwähnt nicht Strafen, außer zwei Mitzvot. Zwei Mitzvot, die Torah sagt, deine Art, welche Strafen es gibt. Brit Milah und Pessachopfer. Strafen? Ja, wer nicht Brit Milah hat, wer keine Brit Milah hat, na gut, bis 13, das ist das Problem von Papa. Aber ab 13, das ist sein Problem. An jedem Tag, wo er geht, er ist des Karets schuldig. Karet, himmlische Strafe. Sehr hart. Und Korban Pesach auch. Wer das Pesachopfer nicht bringt, nicht isst, es geht vor allem um das Essen, zu Leila Seder, Karet! Harte Strafe, Karet. Heute haben wir einen Knochen mit ein bisschen Fleisch dafür, als Symbol, als Andenken an das Pessachopfer. Du musst es nur auf den Tisch haben. Ja, nein, wir essen es heute auch gar nicht. Aber original, das war ein Pessachopfer, das hat man bringen müssen. Man hat das gebracht, das erste Mal in Ägypten noch, in dieser Nacht, als die Juden gegessen sind um den Tisch, haben Matzah gegessen, Maror gegessen, Korban Pessach gegessen, war Gott draußen, hat die Ägypter bestraft und uns gerettet. Dann ein zweites Mal haben wir das gemacht, ein Jahr nach dem Auszug aus Ägypten, in der Wüste. Und dann war 38 Jahre Pause, hat man keine Pessachopfer gebracht. Erst wieder, als man in das Land Israel gekommen ist. 40 Jahre Wüstenwanderung. Ja? Man hat gebracht, also Pessachopfer, das war eine Mitzvah, sogar eine sehr, sehr wichtige Mitzvah. Und anders als alle anderen Opfer, wo nicht jeder ein Opfer bringen musste. Im Tempel haben die Kohanim Opfer gebracht für die Allgemeinheit. Jemandem ist passiert ein Wunder, hat ein Opfer gebracht.
Aber es gibt kein Opfer, das alle bringen mussten. Jede Familie musste es bringen und musste es aufessen. Gab es nicht. Das Pessach-Opfer ist hier einzigartig. Also diese zwei Mitzvot haben die Juden machen müssen, um aus Ägypten befreit zu werden. Diese zwei Mitzvot. Wir wollen uns konzentrieren auf dieses Pessach-Opfer, diese Pessach-Opfer-Geschichte. Warum geht's? Warum durch das Pessach-Opfer? Nur berit mila, ich verstehe. Du bist nicht beschnitten. Das ist eine wichtige Mitzwa. Das unterscheidet uns von den Völkern der Welt. Gott möchte dich erlösen, musst du sauber sein, ja? Aber Pessach-Opfer, Schaschlik machen. Pessach-Opfer war Schaschlik. Das war's. Du hast genommen ein Schaf auf einen Spieß und hast es gebraten. Wie heißt das, ja? Wie Brathühnchen, als Ganzes ein Schaf, ein ganzes kleines Schafschäfchen. Gebraten. Schaschlik. Das ist die große Mitzwa. Und die Tora noch sagt, du musst es ganz aufessen. Darfst keinen Kochen davon sagen. Kilo, es muss ein Schaschlik Delikatesse. Das musst du aufessen bis zum Ende. Okay? Wir essen zu Pessach Afikoman. Dieser Afikoman, was ist dieser Afikoman? Dieser Afikoman, wie kann ich das? Heute essen wir eine Matzah, aber da, original Afikoman, ist das Pessach-Opfer. Die Juden haben nicht nur gegessen ein Pessach-Opfer, sie haben gegessen viele Sachen zu Pessach. Wir können viel essen. Pessach-Opfer, das war die Nachspeise. Das war the best of the best. Das war das Pessach-Opfer. Sieh, so wie heute die Bucharen machen Tisch, dann gibt es Dölma und Oshi Piusi und Yachni und. Und am Schluss Nachspeise Plov, Kacha. Ohne den geht's nicht. Und Eva, wodurch ist das nicht zu Ende? Besser Opfer, das war Kilo, der musste, das war die Nachspeise. Und man musste es essen mit Genuss. Wie ein Mensch isst seine Nachspeise gerne, obwohl er schon satt ist. Ach, das schmeckt gut. Besser Opfer musste man mit Genuss essen. Das ist eine Halacha bis heute. Der Afikoman ersetzt das Pessach Opfer. Die Halacha sagt bis heute, wer den Afikoman isst, obwohl er nicht mehr essen möchte, es ekelt ihn schon an, er hat die Mitzvah nicht erfüllt. Kacha, bis heute, die Halacha ist bis heute. Du musst den Afikoman essen mit Appetit. Das heißt, das Pessach Opfer musste man essen mit Appetit. Das musste sein ein Kaif. Und was ist das für eine Mitzvah? Davon hing es ab, dass wir aus Ägypten befreit werden, von dem Pessach-Opfer. Da konnte Gott keine andere Mitzwa suchen, um zu prüfen, ob die Juden an ihm glauben, nicht an ihn glauben. Gerade, fragen wir uns, warum hat Gott 9 Plagen gemacht, ohne dass er von uns das wollte? 10. Plage war, nein, sie müssen Dinge tun. Sie müssen es tun, Lama. Warum? Von oben. Erledigt. Er macht für uns. Wir 9 Plagen gemacht, das für uns. Der Papa gibt uns noch ein Geschenk und befreit. Warum? Warum auf einmal hier hat Gott von uns das erwartet? Weil wir alle wissen, dass eine Sache, die nur von oben kommt, der Mensch kann sie nicht behalten. Der Mensch schätzt sie nicht. Ja, Gott hat gemacht 9 Plagen, wir haben Gott gesehen, große Wunder. Aber wir waren noch nicht aus Ägypten befreit. Wir waren noch nicht ein freies Volk, um die Tora zu bekommen, um sein Volk zu werden. Gott hat gesagt, aber bevor ich euch raushole, müsst ihr mir beweisen, dass ihr auch möchtet. Und ihr seid auch bereit, dafür was zu tun. Ich mache 99,9%. Aber es muss ein 0,01% Minimum, das von euch kommt. Denn wenn es von euch kommt, wird euch das wichtig sein. Dann werdet ihr nicht, ihr werdet loslassen, aber nicht so schnell loslassen. Ja? Aber wenn es nur von mir kommt, sagt es ist mir wurscht. Es ist eh von Kilo. Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Als hätte ich nie bekommen, ist es wieder weg. Aber wenn es von dir kommt, tut es dir weh. Du möchtest nicht loslassen, weil du hast was gemacht. Ja, es gibt doch die Metapher von dem einen verwöhnten Bengel, der alle Geschäfte seines Vaters erben sollte. Millionen.
Vater hat nicht gut, was macht er mit seinem Sohn? Er ist so verwöhnt, er kann nicht arbeiten. Wenn er alle Geschäfte bekommt, nach einem Monat alles ist weg. Er wird nicht wissen, wie damit umzugehen ist. Hat er ihm gesagt, mein Sohn, ich liege schon im Sterbebett. Alles bekommst du vererbt und einer Bedingung, sonst geht alles in die Kirche. Er sagt, was? Du musst mir beweisen, dass du selber Geld verdienen kannst. Mit deinen Händen. Der Sohn dachte, der Papa ist selber Geld verdienen kann zu Steinzeit. Für seine Begriffe. Wie selber Geld verdienen? Er sagt, wie viel? 100 Euro. Hat er kein Problem, aber. Er geht zu seiner Mama. Hier, nimm zwei. Tag. Geht zum Papa rein. 200 Euro. Papa sagt, gib her. Nimmt die 200 Euro, nimmt sein Feuerzeug. Juckt es den Sohn? Ach, Butler. Sagt, geh arbeiten. Da versucht er so, Papa, das funktioniert nicht. Dann sieht er, hat keine andere Wahl. Es geht um viel Geld. Sag. Er geht zum nächsten Markt. Arbeitet. Ach. Er hat irgendwie verdient seine 100 Euro. Nach viel Arbeit, viel Dreck, viel Schweiß. Er kommt zum Papa, aber in der Maschine 100 Euro. Papa sagt ihm, gib her. Er nimmt, er zündet an. Wie regiert der Sohn? Ah, meine 100 Euro, sagt der Papa. Oh, jetzt weiß ich, dass du Geld schätzt. Schätzen gelernt hast. Geld ist Geld, aber es gibt einen Unterschied, ob du das verdienst oder du nur bekommst. Kim Jakob, wo ist das? So wollte auch Gott, dass wir das, was sie von ihm bekommen, die Tora, auch schätzen. Nicht nur er macht alles. Sie müssen auch machen. Ich möchte von euch diese zwei Mitzvot. Brit, Korban Pesach, erledigt. Das ist alles. Und damit ihr das wisst. Aber die Frage ist bei Matt, aber warum Korban Pesach? Was steckt hinter dieser Mitzvot? Warum war das so eine schwierige Mitzwa, war das wirklich so schwierig? Du brätst dir ein Schäfchen und isst es. Bemet, es gibt einen Unterschied, es gibt eigentlich drei Unterschiede, zwischen Korban Pesach, wie man es in Ägypten zum ersten Mal dargebracht hat, und wie man es dann gemacht hat, alle Generationen später. Es gibt drei Unterschiede. Erster Unterschied, dass man musste das Blut streichen an die Türpfosten. Das hat man nur einmal gemacht in Ägypten, danach nicht mehr. Zweiter Unterschied, dass man es Bechipason essen musste. Man musste es in Eile essen. Man musste es essen, als man angezogen war, bereit für den Auszug. Flott. Das war nur damals in Ägypten. Dritter Unterschied, und darum geht es jetzt, dass das Pessachopfer, das allererste Pessachopfer, dieses Schaf, die Tora hat befohlen, dass man es 4 Tage davor schon nehmen muss, das heißt zu nach Hause nehmen muss, anbinden muss an ein Bett oder herum. Also es muss zu Hause sein 4 Tage vorher. Und dann am 4. Tag, sprich am 14. Nisan, wird es geopfert. Am 10. Nisan wird es genommen und am 14. Nisan wird es geopfert. 4 Tage einfach so. Soll bei dir bleiben. Das war nur damals. Das ist nicht, da war nur das erste Mal so. Was sind diese 4 Tage? Was mache ich damit 4 Tage? Ich gebe mir zu essen, zu trinken, es macht meh. Und wozu diese 4 Tage? Oh, die Tora erzählt uns, also der Midrasch erzählt uns, diese 4 Tage waren nicht umsonst. Es ging um diese 4 Tage. Gott ging es um diese 4 Tage. Das war die Prüfung. Das war die Glaubensprüfung. Das waren diese 4 Tage. Was sind diese 4 Tage? Wir wissen ja, dass die Ägypter das Schaf angebetet haben. Die Ägypter haben viele Dinge angebetet. Auch das Schaf haben sie angebetet. Und jetzt kommen diese Juden, nehmen sich dieses Schaf. 4 Tage machen damit gar nichts. Es mäht nur die ganze Zeit. Schreit, ne, läuft 4 Tage. Warum? Damit die Ägypter darauf aufmerksam werden. Oh, die Juden haben ein Schaf bei sich zu Hause. Was soll das? Was habt ihr vor, mit unserem Schaf zu machen? Wir vergöttern dieses Schaf. Das war ein bisschen unangenehm. Für die Juden war das sehr unangenehm. Was sollen sie den Ägyptern jetzt sagen? Nein, wir spielen nur damit. Was sollen wir ihnen sagen? Was machen wir mit diesem Schaf? Nicht eine Familie, alle Familien haben ein Schaf zu Hause gehabt, 4 Tage,
Sie wussten nicht, wo sie es verstecken sollen, 4 Tage. Es ist aufgefallen. Okay? Und hier, Gott wollte sehen, was werdet ihr gegen eure Herren, eure menschlichen Herren, werdet ihr den Mut haben, ihnen zu sagen, es gibt nur einen Gott. Das ist der Allmächtige. Wir sind zwar heute noch eure Sklaven, aber ihr seid nicht unsere Herren. Wir haben einen Herr, das ist Gott, unser Herr. Er ist über uns und hat uns befohlen, dass wir dieses Schaf, das ihr anbetet, für Gott schlachten sollen. Und sobald wir das tun, wird Gott die 10. Plage über euch bringen. Eure Erstgeborenen werden draufgehen und Gott wird uns befreien. Kacha. Was sollten sie ihnen sagen? Und natürlich, die Ägypter hört so etwas. Das wäre die allergrößte Demütigung. Nicht nur, dass du meinen Gott abschlachtest. Du noch drohst mir, dass euer Gott uns abschlachtet und euch verschonen wird. Okay? Das ist eine große Chuzpa eigentlich. Die Juden waren sehr frech mit ihrer Aussage. Sehr arrogant. Was halten die von sich erst? Ja? Aber die Juden haben, das war die Prüfung. Und damit die Juden haben es geschafft. Die Geschichte erzählt, dass die Ägypter nicht gegen die Juden gekämpft haben, nicht sie umgebracht haben vor Ort und Stelle, sondern sie haben dem Pharao gesagt, hörst du, was die erzählen? Ihr Gott schickt eine 10. Plage, wir gehen alle drauf. Lasst sie gehen. Und der Pharao wollte sie nicht gehen lassen. Und es ist zu einem Bürgerkrieg gekommen, zwischen den Erstgeborenen und der Armee des Pharaos, wo selber viele draufgegangen sind. Ja? Seitdem, der nicht nur Pessach ist ein Feiertag, auch der 10. Nisan, wo Gott befohlen hat, dieses Schaf zu nehmen, auch der 10. Nisan ist ein besonderer Tag bis heute. Wie heißt dieser Tag? Shabbat HaGadol. Der 10. Nisan ist Shabbat HaGadol. Bis heute nennen wir ihn Shabbat HaGadol. Das, für dieses Wunder, das Gott uns gemacht hat, dass wir ein Schaf genommen haben, wir mutig genug waren zu sagen, wir glauben an einen Gott und wir haben nicht Angst vor euch. Und dass sie uns nichts getan haben. 10. Nisan ist immer ein Freitag. Oh, ja, Fehlbemerkung. Der 10. Nisan, was ist der 10. Nisan? Der 10. Nisan war damals ein Schabbat. Ja? Und dann, 5 Tage später, sind sie zu Ägypten ausgezogen, also am Donnerstag. Und Pessach war am Mittwochabend. Das allererste Mal. Aber heute ist das nicht so. Heute ist das nicht immer so. Und wir machen nicht wir feiern nicht den 10. Nisan, wir feiern immer den Schabbat vor Pessach. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil am 10. Nisan noch etwas passiert ist. Viele, viele Jahre später, Miriam ist gestorben an diesem Tag. Die Schwester von Moshe ist auch gestorben am 10. Nisan und um sie zu respektieren, verbinden wir das nicht. Deshalb, wir machen immer den Schabbat vor Pessach als Schabbat HaKadol, weil so war es ursprünglich. Und der 10. Nisan soll für Miriam gewidmet sein. Kann es nicht sein, dass das ist ihr Jahrestag. Bitte? Kann es nicht sein, dass es zufällig aufeinander fällt? Was? Der 10. Nisan und der Schabbat HaGadol. Nein, so, das passiert auch manchmal. Mhm. Aber es ist nicht immer so. Mhm. Aber Schabbat, dieser Tag ist immer an einem Schabbat vor Pessach. Es ist nicht immer der 10. Nisan. Das ist eine Chance, weil Gott hat uns so viele Wunder gemacht in Ägypten, aber keines der Wunder Gottes, wir machen daraus einen besonderen Tag. Die 10 Plagen waren alle an verschiedenen Tagen, verschiedenen Monaten. Es gibt nicht in unserem Kalender an jedem Monat, heute war die Blutplage, besonderer Tag. Nein. Aber Schabbat HaGadol nicht. Dieser Schabbat, also dieser Tag, der 10. Nisan, wo wir genommen haben, dieses Schaf, das ist ein besonderer Tag. Bis heute. Das heißt, es wird gekennzeichnet als besonderer Tag. Lama. Warum? Weil bemerkt hier das jüdische Volk auf die Probe gestellt wurde von Gott selber. Gott wollte sehen, bis jetzt habe ich euch Wunder gegeben. Das war für euch Kaif. Ihr habt nur zugeschaut und wow gesagt und Gott, wir danken dir und das war's. Aber jetzt will ich sehen, was ihr bereit seid auch für mich zu tun. Jetzt seid ihr dran, mir zu beweisen. Wie viel seid ihr bereit für mich zu tun? Und für Am Israel war das wirklich eine harte Prüfung. Aber wir wollen das noch ein bisschen tiefer betrachten. Weil es gibt eine Frage. Eigentlich, das, was die Juden gemacht haben,
Was war sein großer Deal? Nun, die Ägypter fragen sie, was macht er mit unserem Schaf? Warte, ich verstehe nicht. Was, die Juden haben nie Schafe gegessen in Ägypten? Die ganze Zeit, wo sie in Ägypten waren, haben sie nie Schafe gegessen? Michael! Auf einmal die Ägypter fragen, was macht ihr mit unserem Schaf? Wir essen dein Schaf, nur was macht? Wir leben bei euch schon fast 210 Jahre. Sagst du, wir haben nie Schafe gegessen, wir essen kein Fleisch. Sicher haben wir Schafe gegessen. Und wir haben auch einen Beweis dafür. Wir wissen, dass Josef, als er seine Brüder eingeladen hat zu sich, sie wussten doch nicht, dass er ihr Bruder ist. Sie haben bei ihm gegessen. Die Tora erzählt uns, dass die Ägypter haben gegessen alleine auf einem Tisch und Josef und seine Brüder haben gegessen alleine auf einem Tisch. Warum haben sie nicht zusammen gegessen? Weil die Hebräer essen Schafe und für die Ägypter ist das ekelhaft. Wie kann man Schafe essen? Das ist doch unser Gott. Wir können nicht auf denselben Tisch essen wie ihr. Weil wir essen keine Schafe. Das ist für uns der Oiva. Eklig. Das heißt, Josef hat Schafe gegessen. Und seine Brüder haben Schafe gegessen. Also das war normal, dass Fremde Schafe essen in Ägypten. Doch Juden haben Schafe gegessen in Ägypten. Aber was war so provokativ? Das war die große Angst, das war's. Die Juden sagen, wir essen die Schafe. Das war für die Ägypter nichts Besonderes. Aber das, was hat die zur Weißglut gebracht? Wie könnt ihr sagen? Dass sie zu Hause waren? Nein, zu Hause haben, die haben nicht so schlick gemacht in ihrem Hof, in ihrem Garten. Was war, gab ja da mal wen? Was war die Sache? Dass alle auf einmal das gemacht haben. Bemet. Es ging nicht darum, dass sie Schafe gegessen haben. Da essen haben sie, es konnten frei essen. Dass sie gesagt haben, wir schlachten euren Gott. Das war die Sache. Und Bemet, nicht wir schlachten euren Gott. Wir schlachten euren Gott, den ihr uns angedreht habt. Makavana. Die Juden in Ägypten waren nicht so brav. Sie haben auch Götzendienst betrieben. Sie waren es vielleicht nicht zur Schule, weil sie sind aufgewachsen. Und sie hatten nichts anderes. Gell? Sie waren Sklaven. Sie haben gesehen, was die Ägypter haben. Sie haben es ihnen nachgemacht. Auch die Juden in Ägypten haben Götzen angebetet. Sie haben das Schaf selber angebetet. Sie selber haben sich von diesem Schaf gebückt. Und haben es angebetet. Als Gott zu ihnen gesagt hat, nehmt dieses Schaf, opfert es für mich. Und nicht nur opfern, einmalig und vorbei. Nein, 4 Tage soll es bei euch sein. Damit ihr verinnerlicht, was werden wir jetzt tun. Manchmal machst du in einem Moment, bis es vorbei. Ich mache einmal und ich habe es hinter mir. Dann sagt Gott, nein, 4 Tage hast du es bei dir. Und dann Jahr für Jahr wirst du dich daran erinnern. Das ist einmalig, das ist jetzt für immer. Was verinnerlichen? Du musst dieses Schaf, das du anbetest, für mich opfern. Du musst das, woran du glaubst, dass es dir Glück bringt, dass es dir Erfolg bringt, das, woran du glaubst, dass das ist mein Schlüssel zu allem Wohl, opfere es für mich. Denn das ist deine Lüge. Ich bin der Schlüssel zu deinem Erfolg, sagt Gott. Opfere das für mich. Und dann kannst du aus Ägypten rauskommen. Dann kannst du frei sein, dann kannst du seelisch frei sein. Dann kannst du bereit sein, mein Gesetz zu bekommen, die Tora. Denn wenn du voll bist mit Schmutz, wird nichts anderes reinpassen. Das heißt, Gott sagt am Israel, es geht gar nicht um die Ägypter, was die sagen. Gott sagt, das ist deine Prüfung, dass es geht um dich. Es geht um deine Einstellung, um deinen Glauben an deine Kräfte. Heute haben wir keine Götzen. Wir beten keine Statuen, aber wir haben andere Dinge, die wir anbeten. Jeder das Seine. Wisst ihr, was heute ein Götzen ist? Ja, ein Götzen ist heute eine Sache, von dem ich glaube, davon hängt mein Leben ab. Davon hängt mein Erfolg ab. Davon hängt ab, ob ich glücklich sein werde oder nicht. Davon hängt ab, ob ich ein Haus habe. Das ist heute ein Götzen. Ein Götzen bedeutet, dass ich glaube, von einer gewissen Sache hängt mein Glück, mein Leben ab und so weiter. Das ist für viele Menschen das Geld. Geld ist heute das allergrößte Götzen. Denn die Menschen vertrauen so sehr auf ihr Geld,
Vertrauen auf Geld, dass es all ihre Probleme lösen könnte, sagen sie, dafür bin ich bereit, alles zu machen. Und so siehst, Menschen verkaufen für Geld alles. Ich sage nicht, dass sie Gott verkaufen dafür. Ich sage, dass sie dafür verkaufen, ihre Frauen, ihre Kinder verkaufen sie dafür. Ihre Gesundheit sowieso. Warum? Weil sie sind davon überzeugt, das ist mein, in Anführungszeichen, mein Gott. Wenn ich davon habe, habe ich Macht, bin ich glücklich, habe ich Gesundheit, habe ich was auch immer. Leute beten, das bedeutet Götzen. Heute Götzen ist nicht, dass du dich bückst für etwas. Früher war das ein Ausdruck für eine Sache, die du begehrst. Aber heute bedeutet Begehren, dass du hast und noch hast und noch hast und noch hast und noch hast und du kommst nicht zur Ruhe, bis du noch mehr hast und noch mehr hast. Also der Mensch macht aus dem Geld den Götzen, weil er glaubt, davon hängt alles ab. Gott sagt dem Menschen, das Geld ist nur Mittel zum Zweck. Ich bin der, der dir gibt. Und wenn ich dir nicht geben möchte, egal wie viel Geld du hast, es wird dir nichts nützen. Es wird nicht gesegnet sein, du wirst es verlieren und so weiter und so weiter und so weiter. Okay? Aber der Mensch, wenn er das Geld macht zu seinem Gott und Gott sagt, du bist da, wenn ich damit fertig bin, habe ich vielleicht Zeit für dich. Zeitstellig, dann macht der Mensch Geld zu seinem Götzen. Und die Juden in Ägypten haben auch an Gott geglaubt. Sie haben sich an Gott geglaubt. Sie haben nicht Mosche gefragt, von was redest du? Es gibt keinen Gott. Der Pharao hat das gesagt. Sie haben an Gott geglaubt. Aber für sie war was anderes erststellig. Gott war zweitstellig. Kommt Gott und sagt, möchtest du frei sein? Möchtest du frei sein? Dann musst du dich deinem Gott entledigen, deinem Götzen entledigen. Nimm es, opfere es. Opfere es für mich. Nicht sagen, bla bla, ja, ich glaube an Gott und ich liebe ihn. Aber was soll ich tun? Ich muss Schabbat arbeiten, denn sonst kann ich meine Familie nicht ernähren. Das ist nur, wenn man sich anhört, diese Aussage, versteht man, wie paradox das ist. Du glaubst an Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat und dass er allmächtig ist, aber wenn es geht um deine Tasche, sagst du, ich vertraue lieber mir selbst. Okay? Wie kann ich meinem Chef erklären, dass ich am Schabbat nicht arbeiten kann? Er wird mich rausschmeißen. Gott wird dir vergeben. Warte, du fürchtest deinen Chef mehr als Gott. Für dich ist dein Chef mehr Gott als Gott. Du hast ihn gemacht zu einem Götzen. Manche machen das mit ihrer Frau auch. Gell? Was gibt's? Oder mit anderen Sachen. Das mache ich ja nicht. Aber das ist, darum geht's. Und Gott sagt, nimm dieses Schaf, opfere es für mich. Beweise mir, dass der Gott, an dem du glaubst, nicht der wahre Gott ist, das ist eine Lüge, ist. Akzeptiere das. Opfere es bedeutet, brich es für mich, annulliere es für mich, zerstreue es für mich, vernichte es für mich. Das bedeutet opfern. Okay? Tu es weg von dir. Und dann weiß ich, dass du dich davon befreit hast. Du hast dich davon erlösen können. Ja? So, damit von hier auf einen Punkt gebracht, sagt damals ist es klar, das war dieses Schaf und so weiter. Auf einen Punkt gebracht, sagt Gott am Israel? Gott sagt am Israel, das, was dir teuer ist, wichtig ist, opfere es für mich. Wenn du sagst, dass du an mich glaubst, wenn du sagst, dass du von mir was möchtest, Gott, gib mir, dann musst du bereit sein, auch für mich an mich zu glauben. Was bedeutet mich zu glauben? Du musst bereit sein, für mich zu opfern. Das, was dir wertvoll ist, opfere für mich. Und in diesem Kontext heißt Opfer nicht verbrennen. Opfern heißt darauf zu verzichten. Wie viel sind wir bereit, für Gott zu verzichten, zu opfern? Wie viel sind wir bereit, für ihn zu geben? Wie viele Dinge in unserem Leben gibt es, wo wir sagen, das mache ich, das mache ich nur für ihn. Ich verzichte auf etwas, auf meine Zeit, auf mein Geld, auf meine Leute. Aber ich bin bereit, das für ihn zu geben. Was ich davon habe, die Leute spotten mich nur. Ich verdiene dadurch nicht mehr Geld. Und Gan Eden hin, Gan Eden her. Auch das ist nicht so wichtig. Ich mache es nicht dafür.
Warum mache ich es? Nur für ihn. Da, das ist zu opfern. Latet la kadosh bo, leakriv la kadosh bo. Das sind zwei, das teilt sich auf in zwei Punkten. Du opferst das, was dir teuer ist und wertvoll ist, und du tust es ohne Interesse. Manchmal der Mensch kann opfern, aber eigentlich er hat dabei ein anderes Interesse auch. Aber opfern bedeutet wirklich opfern. Es gibt im Judentum, es gibt in der Lacha verschiedene Arten von Opfer im Tempel. Eines der Opfer war Korban Ola. Was bedeutet Korban Ola? Ola von Ole steigt auf in den Himmel gänzlich. Weil es gab Opfer, wo man auch davon essen konnte. Der Kohen hat bekommen ein bisschen, der Besitzer hat bekommen, es wurde nicht ganz verbrannt. Es gibt ein Opfer, Korban Ole, das wurde ganz verbrannt. Und Korban Ole, das ist das Opfer, was ausgedrückt hat, du gibst alles Gott her. Wir müssen bedenken, damals war so eine Kuh, ein Schaf, das war ein Vermögen, kennt? Ihr könnt googeln, was heute eine Kuh kostet, eine lebendige Kuh. Das sind nicht 10 Euro. Das sind 5, 6, 7, 8, 9, 1000 Euro kostet so ein Tier. Naja. Ja. Ein gesundes Tier. Hast du? Ja. Das, oh. Und das war früher, das war für die Leute, das waren ihre Immobilien, Kilo. Das war ihr. Ja, ein Mensch hat gehabt seine 100 Kühe, er war ein reicher Mann. Das war viel. Gott sagt einem Menschen, nimm diese Kuh, dieses Schaf, gib es her, Korban Ola, alles für mich. Dir wird gar nichts bleiben, nur für mich. Und der Mensch kann sich fragen, aber Gott, was, daraus wird Staub, da das darauf sagt, Kilo, es ist sinnlos. Gott isst es ja nicht. Die Armen bekommen es nicht. Man macht daraus kein Leder. Alles wird verbrannt. Gott brauchst du. Er braucht das ja nicht. Das sieht ja nur, wie alles nur. Gott sagt das, genau das, darum geht's. Mach es nur für mich. Sogar wenn du glaubst, es hat keinen Sinn, das ist nur ein Verlust, mach es trotzdem für mich. Das bedeutet, Gott zu opfern. Du machst es nur für ihn. Und es ist dir wertvoll. Und du verstehst nicht, was hat wer davon. Niemand hat was davon. Trotzdem machst du es. Weil er gesagt hat, das ist ein Opfer bringen. Ich erzähle euch im Dogma. Ich hatte mal eine Diskussion mit einem meiner Schüler, ist aber schon lange her. Ich habe ihm gesagt, schau, hin, her und her, du hast gelernt in der Ischi. War ein bisschen, lass dir den Bart wachsen. Bart, greif den Bart nicht an. Da sagte er, das ist so schwer. Ich sage, was ist schwer? Du musst nichts. Auch umgekehrt. Ich erspare dir Zeit. Ich erspare dir Nerven. Du machst gar nichts. Das ist der einfachste Mittel. Du musst nichts tun. Einfach nur lass. Sag, hin und her. Was hat ihn so gestört? Ja, weil das war ein Ort. Ich sage, ich muss hier Gott etwas opfern. Ich habe nichts davon. Ich schaue damit schier aus. War ein junger Mann, gell? Er war noch nicht verheiratet. Ah, wer wird mich heiraten? Hat gehabt seine Kilo, endlich Klumise. Ja, es ist eine Mitzvah, das ist schon richtig. Aber, sagt Gott, so versuche ich. So welche Opfer suche ich. Dass du mir eine Sache opferst. Und der Mensch muss opfern sein Aussehen. Wisst ihr, wie wichtig heute das Aussehen für die Menschen sind? Ja, ich glaube, heute der Unterschied zwischen Männern und Frauen, wie lange man vom Spiegel steht, ist gar nicht mehr so groß. Nein. Nein, irre ich mich? Nein, überhaupt nicht. Weiß nicht, irre ich mich? Weiß nicht. Ja. Schon mal, ja. Ich ärgere mich immer. Ich habe jetzt 4 Töchter zu Hause. Mein Sohn ist nicht wahr. Das heißt 4 Töchter und meine Frau. Also 5 gegen 1. Ja, meine Kleine ist 3 Jahre alt. Gut, die ist noch nicht so in der Sache. Dann siehst du die Mädchen, die stehen vor dem Spiegel, kämmen sich die Haare. Gut, die schminken sich noch nicht so viel, aber Haare kämmen. Und ich sage, was dauert das so lange? Nein, Haare kämmen, das muss schön sein. Und weißt du was? Bei mir machst du Nummer 3 bis 6, Haarschnitt in 5 Minuten bist du fertig. Da gibt es nichts zu kämmen. Den Bart machst du einmal so. Ne? Fertig! Hier musst du. Schaust höchstens ins Spiel, ob dein Kragen ordentlich sitzt. Krawatte bin ich auch kein Krawattenträger. Aber die Frauen. Aber ich glaube, heute Männer und Frauen ist wahrscheinlich dasselbe. Der mit seinem Gel und der mit seinem. Doch, jeder mit seinem. Aber es,
Ja, das ist ein, deshalb es gibt Leute, die sagen, dass sie keine Haare haben. Und ich sage ihnen, du hast, wenn du keine Haare hast, setzt eine große Kippe auf den Kopf. Dann werden die Menschen umso mehr dich loben. Wow, du bist so gottesfürchtig. Du hast eine große Kippa. Und die wissen gar nicht, dass er das Doofing gemacht hat, weil er keine Haare hat. Gell? Aber glaub nicht an den. Ein Mensch kann. Gell? Das, was Gott möchte, muss es wie opfern. Was dir wertvoll ist, das muss nicht mal Geld kosten. Das ist. Das mit dem Bad war nur ein Beispiel. Nicht? Aber es geht jeder mit seiner Sache. Und das muss der Mensch für Gott machen. Noch und ich habe nichts davon, aber ich mache es wirklich für ihn. Überlegen wir uns, wie viele Dinge wir im Leben, wir machen Mitzvot, wir halten Schabbat, aber wie viele Dinge im Leben machen wir, wo wir sagen, Bemet, Bemet, ich mache das nur für ihn. Das ist netto mein Opfer für Gott. Wenn wir uns das überlegen, uns wird auffallen, es ist vielleicht gar nicht zu viel. Weil alles, was wir tun, wir machen das aus irgendeinem Interesse, weil wir uns irgendwas erwarten, weil er uns erzählt hat, diese Belohnung, hin, her, auf dieser Welt, künftige Welt. Ja, Sgula für Shiduch, Sgula für Parnassah, Sgula für Briut, Sgula für Ruchut Yamin. Da gibt es eine Sgula, so Sgula, irgendeine besondere Sache, die ich mache, für irgendetwas, das ich bekomme. Ich sage, nein, 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 das ist schön, mach es. Aber nimm dir ein paar Sachen und sag, ich mache das nur für Gott. Ein Opfer, nur für ihn. Aber ein Mensch, der nicht auf so einem Level ist, der weiß, jeder weiß, dass wenn man was opfert für Gott, kommt, dass man auch was kriegt für ihn. Das heißt, auf diesem Level wird man der Mensch kann für Gott opfern, für das, was er ihm schon gegeben hat, Tag für Tag. Er muss sich nicht mehr erwarten. Warum? Wenn der Mensch sagt, ich lege jeden Morgen Tfilin, nicht weil ich mir davon was erwarte. Dafür, dass ich heute aufgestanden bin, lege ich Tfilin. Danke Gott, dass ich heute aufgestanden bin, dafür lege ich Tfilin. Dugma, okay? Okay. Ja. Gut, also das war die Pointe von Korban Pesach. Und das, deshalb die Ägypter haben so, deshalb hat das die Ägypter so geärgert. Sie haben so Angst bekommen auf einmal. Wir haben verstanden, das jüdische Volk, es befreit sich jetzt auch mental von uns. Das jüdische Volk, nur, sie gehen aus Ägypten raus. Aber weißt du, dort, wo du aufgewachsen bist, dort wirst du immer zurückkehren. In der Wüste wandern sie herum, am Schluss kommen sie eh wieder zurück, weil sie kennen, wir sind ihre Mama und ihr Papa. Bei uns sind sie aufgewachsen. Aber dass die jetzt mental sagen, wir trennen uns mental von euch. Nicht nur, dass wir uns von euch mental trennen. Wir sagen euch das auch. Wir schämen uns auch nicht, das zu sagen. Wir schlachten diesen Gott, den wir angebetet haben, denn es gibt was Höheres, das ist der wahre Gott. Als die Ägypter das gehört haben, das hat sie kaputt gemacht. Da hatten sie diese Angst. Dass dieses Sklavenvolk kommt und sich abkapseln möchte von der großen ägyptischen Kultur, von den Gottheiten Ägyptens, das war für sie ein Schlag ins Gesicht. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die, wenn wir Gott opfern wollen, für uns oft ein Hindernis ist. Wir wollen opfern und dann sagen wir, aber wie erkläre ich das meiner Frau? Wie erkläre ich das meinen Freunden? Wie erkläre ich das meinem Chef? Wie erkläre ich das? Ich bin bereit für Gott was zu tun, aber was sagt mein Umfeld dazu? Ich lebe ja nicht alleine. Ich habe um mich Menschen. Kommt ihr dran und sagt, das ist, was die Juden gemacht haben. Was möchte Gott von den Juden? Opfert nicht nur für euch im Stillen. Opfert es offenkundig. Denn das wird euch mehr Kraft geben. Wenn ihr das macht, nicht vor anderen, aber wenn ihr das macht und auch die anderen davon mitbekommen, wird es euch darin stärken. Weil ihr wisst, ich habe mich vor nichts zu verstecken, muss mich davor nicht schämen. Ich mache das aus Überzeugung, ich glaube daran, was ich mache. Deshalb jeder, der möchte, ich kann es ihm erklären, und wenn er es nicht verstehen möchte, Shelo Belabriut. Oft Leute haben dieses Problem mit, ich bin unter Nichtjuden, wie kann ich eine Kippa tragen? Was wird man mir sagen? Wie wird das ausschauen? Genau davon reden wir. Diese Kippa ist nur eine Kopfbedeckung, sie ist nicht einmal eine Mitzwa, nicht von der Trau, nicht von Chachamim.
Das steht in der Tora nirgends geschrieben. Nichtsdestotrotz, wenn ein Jude eine Kippa trägt, sogar draußen auf offener Straße, es stärkt bei ihm immens den jüdischen Selbstbewusstsein. Weil er weiß, alle wissen es, dass ich Jude bin. Ich muss mich auch dementsprechend verhalten. Alle wissen es und ich weiß es. Und der Mensch, er wird nie wieder irgendwelche Gefühle haben, irgendwelche Blockaden haben. Kann ich sagen, dass ich Jude bin? Soll ich sagen? Und nicht, weil jeder sieht es. Jeder sieht es. Er wird nicht mehr diese Blockaden. Es zwingt ihn, das alles frei zu machen. Aber was sagen die anderen dazu? Ich zu Hause mache es. Ich für mich nicht, aber andere. Das ist Gott für Gott zu opfern. Ich nehme eine Kippa auf meinem Kopf. Ich trage Tzitzit, auch wenn man sie draußen sieht. Leute sollen wissen, was habe ich davon? Vielleicht habe ich sogar nur Verluste. Und dann kommen die Geschichten, die Leute mit der Antisemitismusmasche, als würden wir in Gaza leben und alle gleich werden dich abstechen, wenn du eine Kippa hast. Es gibt so welche Leute, die sagen, aber Antisemitismus. Ja? Das bedeutet, ein Opfer für Gott zu geben. Und du, guck mal, eine Kippa. Es ist es ist vielleicht eine Mitzwa, Midasto. Es ist jetzt keine Mitzwa in der Tora, aber es hat einen immensen Wert für den Ausdruck deines Glaubens zu Gott. Das war Mahmoud Moschuf. Ein Mensch, der eine Kippa trägt draußen, das ist nicht Asma, was ist das schon? Das ist viel mehr. Er weiß gar nicht, welche innere Veränderung das in ihm bewirkt, vor allem welche innerliche Freiheit er bekommt dadurch. Wenn man eine Kappe drüber trägt, dann nützt es nichts. Du kannst eine Kappe tragen, wenn es windig ist. Aber ich trage die Kappe, um das zu verbergen. Na, die Leute glauben, wenn ich gehe, wenn ich mache Geschäfte mit Nichtjuden und ich trage eine Kippa, das kommt nicht gut rüber. Lieber, ich trage eine... Nein, ich glaube nicht, dass das die richtige Einstellung ist. Umgekehrt, wenn ein Nichtjude sieht, dass ein Jude kommt und er hat eine Kippa und ist ein gläubiger Mensch, er wird umso mehr mit ihm Geschäfte machen wollen, weil er weiß, auf ihn kann ich vertrauen, er wird mich nicht anlügen, weil er hat Gott über sich. Wir unterschätzen die Leute um uns herum. Die Leute um uns herum, wenn sie sehen, ein Mensch, er hat Werte, es wird okay, er wird mich nicht anlügen, weil er hat Werte. Heute Werte zu haben, das gibt es nicht heute. Wie gesagt, die Menschen verkaufen für Geld alles. Alles! Ihren Gott, ihren Glauben, alles, was man will. Ja, na gut. Das war damals. Aber wir wissen, es steht in den Propheten geschrieben: Kemetzet kam Eretz Mitzrayim erenu niflaot. Ja, so wie zu damaligen Zeiten Gott hat uns Wunder gemacht, auch werden wir aus, der Mashiach wird kommen, auch wir werden in das Zeitalter des Mashiach, Geula, eintreten, auch mit großen Wundern. Das heißt, es gibt also eine Parallele zwischen dem Auszug aus Ägypten und Biata Mashiach. Es gibt also eine Parallele und alles, was damals war und hat uns zur Befreiung aus Ägypten gebracht, das ist auch heute so. Und so auch bezüglich diesem Korban Pesach. Heute bringen wir kein physisches Opfer, also ein Tier als Opfer. Aber nichtsdestotrotz, auch heute gibt es die Prüfung des Glaubens. Heute ist die Prüfung des Glaubens viel größer als damals. Auch damals, die Juden waren verwirrt, weil sie waren in Götzendiensten so. Aber nichtsdestotrotz, ich behaupte zu sagen, dass heute die Verwirrung auf der Welt viel größer ist. Die Menschen sind heute viel mehr verwirrt, weil du hast so viele Verführungen und die Grenze zwischen gut und schlecht ist sehr verwischt heute. Es gibt so ein Phänomen, dass Juden zu Zeiten und Orten, wo Juden verboten waren, sie haben gekämpft für das Judentum, sie waren bereit dafür zu sterben, sie haben Qualen gelitten, um jüdisch zu bleiben. Und dann, als sie gekommen sind in Länder, wo sie auf einmal alles machen durften, hast du gesehen, auf einmal Dinge, wofür sie geblutet haben, das ist so... Auf einmal, das ist... Ist okay. Nein, das ist schon... Sie können auf einmal, sie erlauben sich Dinge zu tun, die sie damals nicht getan hätten.
Und in anderen Worten, damals, um in Bet Knesset zu gehen am Schabbat oder wochentags, hat sich der Lebensgefahr ausgesetzt. Wenn man ihn erwischt, dann bringt ihn um. Und jetzt, wo sie kommen nach Israel, Amerika oder wo auch immer, es kann sein, dass sie einmal nicht Bet Knesset kommen und dass sie verspätet kommen. Und du fragst dich, wie kann das sein? Wie? Menschen, die waren bereit für Gott zu sterben. Und jetzt, wo sie alles machen dürfen, wo ist diese Energie, wo ist diese Hingabe für Gott? Man hat diese Frage gestellt, den Lubavitcher Rebbe. Der Rebbe hat so geantwortet, wenn ich mich nicht irre, sagt, dass die allergrößte Prüfung, die allergrößte Herausforderung ist nicht, wenn ich die Wahl habe zwischen Ja und Nein. Weil jeder Mensch weiß, was ist Ja, was ist Nein, was ist Lüge, was ist Wahrheit. Jeder Mensch wird die Wahrheit suchen. Weil die Wahrheit ist, das ist die Wahrheit. Niemand möchte lügen. Niemand möchte die Lüge leben. Aber die Prüfung von unserer Zeit, wo du alles machen darfst, ist die Prüfung zu unterscheiden zwischen wahr und falsch. Wir haben eine immense Prüfung, weil wir oft gar nicht mehr unterscheiden können zwischen richtig und falsch. Wir reden uns oft ein, dass das Falsche gar nicht so falsch ist, die Sünde ist gar nicht so schlimm und die Mitzwa ist nicht so notwendig und kann nicht aufschieben. Wir haben die Grenzen zwischen richtig und falsch sind heutzutage sehr verwischt. Und der Mensch, nach vorne, es gibt vielleicht die großen Dinge, wo man sagt, so, nicht anders. Weil alle Dinge dazwischen, hin, her, ja, so Grauzone, ja, nein. Und das ist eine große Verwirrung, die es heute gibt, eine sehr große Verwirrung. Und das ist die Prüfung des Glaubens heutzutage, dass ein Mensch, er muss Gott dienen, 100% mit Emuna. Nicht mit Chasve Shalom, wenn du deinen Verstand ein bisschen einmischst und du machst deine Kalkulationen. Ja, verstehe ich nicht. Zahlt sich nicht aus. Nicht heute, morgen ist auch. Alle diese Überlegungen vom Kopf, diese Überlegungen, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du ihnen gibst eine Basis bei deiner Entscheidung, bei Torah und Mitzvot, es wird dich zu Fall bringen. Es wird funktionieren ein bisschen hier und dort, aber irgendwann einmal, wenn es darauf ankommt, wird es sie zu Fall bringen. Die einzige Möglichkeit, wirklich Gottes Weg zu gehen, ohne zu fallen, ist, dass man nur seinem Glauben nachgeht. Das heißt, Gott hat gesagt, deshalb mache ich. Was ist die Halacha? Was sagt der Shulchan Aruch? Was sagt die Torah? Nicht, was sagen rundherum und was ich denke und was ich gerne hätte. Und das ist Nummer eins. Nummer zwei, diesen Glauben so zu leben für Gott und das so im Kopf zu haben, das geht nur, wenn der Mensch auch so handelt. Wenn er bereit ist, auch für Gott zu opfern. Denn auch Gott zu opfern bedeutet, seinen Verstand auszuschalten. Frag nicht warum und wieso, mach es. Das ist für Gott opfern. Und Nummer drei, diese Opferung für Gott muss sein 100%. Ohne Interessen. Ich habe davon heute was, morgen was, in der künftigen Welt was. Meine Frau hat was davon, meine Kinder was davon und so weiter. Meine Tasche hat was davon, wirklich nur für Gott machen. Das ist die Glaubensprüfung, das ist das Schaf, das wir Gott heute opfern müssen. Leg deine Überlegungen zur Seite, mach es aus reiner Emuna, weil Gott gesagt hat, opfere für Gott. Durch den Ausdruck der Opferung wirst du deine Emuna stärken. Und mach es netto für Gott. Und ich glaube, was wir von hier mitnehmen müssen, ist wirklich irgendeine Sache, die wir uns überlegen, was mache ich, ich will Hashem mit Barach netto, was mache ich nur für Gott? Ich nehme eine Sache auf mich oder eine Sache, die ich schon habe. Ich tue alles weg, alle Schichten, die ich schon draufgetan habe, für warum und wieso, ich tue das alles weg, mache es nur für ihn. Chazakim oborim tiyo.